Beinspiel. Klingen ja alle gleich. Hier so. Das wäre eigentlich geil, wenn man das gestimmt hätte, ne? Hallo, hier sind wir wieder, verehrte Zuschauer. Ich und Matt Damon. Und ich bin Hannes. Und wir stellen euch heute mal ein bisschen Rum Agi Colonia vor. Das heißt Rum aus Zuckerrohrsaft. Speziell den Vertreter Rum JM. Da haben wir den VO, VSOP, XO und den Blau heute dabei. Erzählen wir euch gleich noch ein bisschen mehr über die einzelnen Produkte. Vorher würde ich auch mal sagen, Hannes, was waren denn deine Erfahrungen bisher mit ungelagertem weißen Agi Col in der Barszene? Ich habe das Gefühl, es wird ein bisschen mehr. Also es hat bis jetzt oder in den letzten Jahren noch so ein kleines Schattendasein gehabt. Aber dadurch, dass man irgendwann glaubt, zumindest herausgefunden zu haben, dass ein ungelagerter Rum Agi Col mit zusammen einem jamaikanischen Rum im Mai Tai super funktioniert, finde ich, hat das so ein bisschen ins Spiel gebracht. Und die Leute gucken natürlich immer nach besonderen Herkünften. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich immer häufiger ins Regal greifen musste, um halt irgendwie Drinks damit zu machen. Ja, ist und auf jeden Fall auch so ein bisschen mein Eindruck, dass Agi Col und die außergewöhnlichen weißen Rums mittlerweile mehr und mehr gefragt sind in der Barszene und auch beim Endkonsumenten immer mehr im Bewusstsein sind. Ja, und ich finde auch, man merkt dadurch, dass es halt ein Zuckerrohrsaft-basierter Rum ist, hat er eine ganz andere Strukturiertheit, eine schöne grasige Note und einen ganz exemplarisch anderen Geschmack. So, das lässt sich halt eben einfach darstellen. Genau, nochmal kurz zum Unterschied. Also ein Großteil der Rums ist auf Melassebasis, was ein Restprodukt von der Zuckerproduktion ist. In dem Fall, wie Hannes gerade schon gesagt hat, frischer Zuckerrohrsaft. Dementsprechend hat man auch immer einen sehr frischen, grasigen Geschmack beim Agi Col. Bei JM ist jetzt auch der Fall, ist nach AOC hergestellt. Appellation Originée Contrôlée. Genau, das sind ganz besonders hohe Ansprüche an das Produkt und strenge Regularien, was die Qualität angeht. JM ist dann ein sehr guter Vertreter davon. Also da haben wir wirklich ein sehr, sehr hochwertiges Produkt. Und was du sagtest mit der Frische, also tatsächlich versuchen die immer innerhalb von 3 Tagen den geernteten Zuckerrohr zu verarbeiten und bei denen ist es tatsächlich innerhalb der ersten Stunde laut Distillerie, dass sie tatsächlich direkt irgendwie die bis zu 6 Meter hohen Pflanzen dann in die Distillerie bringen und sofort verarbeiten. Ja, spannend. Weißt du was über die Fermentationszeit? Ich glaube, die ist nicht so lang, also bis zu 2 Tage, um halt eben diese frische Note zu behalten. Und dann kommt das in Fässer, die zum Teil aus Bourbon, aber auch aus Cognac-Fässern bestehen, die dann nochmal mit Rum ausgebrannt werden, mit eigenem Rum, um halt eben die erste Schicht aus dem Fass zu verbrennen, um die dann eben frisch zu befüllen. Genau, also 100%, ich glaube, ich weiß es nicht, aber generell sind Agi Cols eher immer kürzer fermentiert als Melasse-Rums. Das kann man so als Faustregel sagen. Ja, und was du sagtest mit dem AOC, das bedeutet ja tatsächlich, dass auch die einzelnen älteren Rums tatsächlich alle tropisch gereift sind. Mhm. Was wäre denn dann die nächste Stufe nach dem Blanc? Genau, dann hätten wir als nächstes den VO. Das ist der hier mit der roten Kappe. Der ist mindestens 3 Jahre gereift. Danach kommt der VSOP. Gelbe Kappe, mindestens 4 Jahre gereift. Und die Stufe darüber wäre dann der XO mit der grauen Kappe, der ist mindestens 6 Jahre gereift. Und kann man das so umrechnen, tropische Reifung entgegengesetzt der kontinentalen Reifung? Ja, also man kann schon sagen, dass 2 bis 3 Mal schneller reift in tropischen Verhältnissen als in europäischen kontinentalen Verhältnissen. Okay, das heißt halt dann die 6 Jahre wären mit 18 Jahren gleichzusetzen? Genau. Okay, dementsprechend ist der dann auch echt alt, ne? Ja. Wie verhalten sich dann diese grasigen vegetalen Noten, die halt irgendwie diesen Rum eben so frisch und strukturiert machen? Wie verhält sich das nach eben dieser gelagerten Zeit? Ich muss persönlich sagen, dass ich ein Riesenfan von kurzgelagerten Agi Cols bin, weil da einfach diese frische Note noch ein bisschen besser erhalten bleibt. Ich persönlich bin kein Fan von langgelagerten wie dem XO, weil da einfach auch das Holz dann sehr dominant wird und die Frische ein bisschen untergeht. Aber das ist immer komplett subjektiv, die Einschätzung. Also ich kenne sehr viele Leute, die den XO extrem abfeiern und gerade diese kräftige, trockene, holzige Note mögen. Persönlich bin ich eher ein Fan von den jungen, wilden, kurzgereiften Agi Cols. Aber ich weiß nicht, wie siehst du das?
Also ja, ich würde auch sagen, ich bin so dazwischen. Also zu viel Holz darf es nicht sein und so ein bisschen eine gelagerte Note mag ich sehr gerne. Mhm. Aber wie du sagtest, jung und wild klingt auch immer ganz gut. Ja, das ist ja... Gibt es dann so einen Drink, wo man sagt, das ist der Drink für einen Rum aus Martinique? Gut, also auf jeden Fall mit dem Blau bietet sich der Tea Punch an. So ein Klassiker einfach herzustellen, bietet sich auf jeden Fall an. Den Link findet ihr vielleicht in der oder in der Ecke. Ja, vielleicht auch unten. Hast du noch eine Idee zu den Gelagerten? Zu dem Gelagerten? Also ich finde, man kann da gut immer mal einen Twist ausprobieren. Wie es zum Beispiel ist, wenn man einen klassischen jamaikanischen Rum durch einen Rum Agricole ersetzt oder mal eben so einen Split Base macht. So, dann merkt man halt diese Strukturiertheit, diese Noten, um nochmal grasige Noten zu sagen. Das funktioniert manchmal ganz gut, manchmal bringt es eine interessante Seite da rein und ist auf jeden Fall immer ein Versuch wert. Ja. Worauf hast du denn jetzt Lust? Also jetzt was Getränke angeht. Natürlich. Also ich hab Bock auf Mai Tai. Ja, machen wir dann mal, oder? Ja, super gerne. Alles klar. Meister ans Werk.